Wir sind die Gründer vom Schweizer Startup Imitron und sind, weil wir dieses Jahr gegründet haben, auch das erste Mal hier am Deichmann-Treffen hier in Mainz. Und wir haben einen zweiteiligen Vortrag. Also wir steigen ein mit einer Live-Demonstration und anschließend werde ich kurz über den Hintergrund berichten, wie wir es zum Startup kam, wie wir quasi auch die Marktforschung betrieben haben, was schlussendlich dabei herausgekommen ist. So, und mein Geschäftspartner Manuel Schulder und ich werden nun in einem kurzen Rollenspiel demonstrieren, wie das im klinischen Alltag funktioniert, wenn man direkt über Smartphone Bilder aufnimmt und diese dann mit der Patientenakte verknüpft auch nutzen kann. Und dazu haben wir, in diesem Rollenspiel wird Manuel Schulder den Patienten spielen. Ich werde die Rolle des Arztes wahrnehmen, um die Bilder, die wir letzte Woche nach der Operation von Manuel Schulder, die er am Ellbogen hatte, nochmals kurz durchzuschauen. Also vor einer Woche hatten wir ein Übersichtsbild gemacht, direkt von seiner Wunde am Ellbogen. Und haben auch ganz kurz noch die Flexibilität dann getestet. Also Videos werden dazu aufgezeichnet und in einer Detailaufnahme haben wir dann vor einer Woche die Wunde vermessen, direkt über Smartphone, und vor einer Woche waren das 35 Quadratzentimeter bei seiner Wunde und jetzt wollen wir schauen in einem zweiten Wundassessment, wo wir heute stehen, also ob sich die Wunde da verändert hat. Und dazu werden wir jetzt Manuel als Patienten identifizieren. Ja, genau, ich bin jetzt im Spital, ich habe hier einen Patientenarmband, das ist nicht von uns, das ist vom Spital produziert. Der Patient wird identifiziert über den Barcode. Ich bin jetzt hier Erika Russe. jetzt möchte der Arzt ein Übersichtsbild machen zuerst. Macht er jetzt. Jetzt möchte ich noch die Wunde vermessen, zu schauen, ob die vielleicht jetzt kleiner ist. Sollte kleiner sein, natürlich. Dazu trägt er so einen QR-Code in einer Wunde und ich kann dann, das System kann dann damit das Bild kalibrieren. Und jetzt kann er manuell die Wunde einzeichnen. Das geht relativ schnell. Ich kann jetzt sagen, das ist meine Fläche, ich messe das. Genau, und jetzt, eine Woche später, wahrscheinlich ist eine Wunde geschehen, aber die Wunde ist von 35 Quadratzentimeter auf 16 Quadratzentimeter geheilt worden. Und all diese Bilder, die werden nun direkt, wenn ich hier auf Archivieren drücke, dass das Archivsystem in das Multimedia-Management-System oder in das Dokumenten-Management-System, das in der Klinik verfügbar ist, gespeichert. Und das ist letztendlich nicht nur für mich jetzt in der Rolle als Arzt ein Mehrwert, wenn die Bilder sofort auch den Kollegen zur Verfügung stehen oder ich die Bilder, die wir aufgenommen haben, auch zurückverfolgen können. Also beispielsweise gerade bei diesen Wundbildern, dass man sieht, okay, vor zwei Wochen waren es noch 35 Quadratzentimeter, heute sind es 17 Quadratzentimeter. Und die Informationen, die unmittelbar auch direkt den Kollegen zur Verfügung stehen, können die auch, wenn sie am Behandlungsfall beteiligt sind, die auch gleich weiter nutzen. Aber wir hören nicht hier auf an diesem Punkt, sondern wir gehen hier noch einen Schritt weiter, weil Manuel wird hoffentlich in einer Woche das Spital verlassen können. Und wenn er jetzt ein Medikament mit nach Hause bekommt oder die Wunde sich verändert und diese Information auch dem Arzt, der jetzt in die Behandlung involviert ist oder dem ersten Team zur Verfügung stellen möchte, dann kann er dies tun über die. Ja, ich habe jetzt hier installiert Imito Patient, das ist unsere App für die Patienten. Ich starte das mal hier.
Jetzt sagt das System, zeig mir doch einen QR-Code und ich bin jetzt hier beim Arzt. Also ich kann jetzt das QR-Code einbinden. Jetzt habe ich eigentlich mich identifiziert. Ich kann jetzt anfangen meine Wunde, ich gehe jetzt nach Hause, möchte dann die Wunde fotografieren, dies dann Arzt zuschicken, automatisch. Und dann Chris nimmt jetzt die Rolle von Bruder über. Genau. Und ich möchte jetzt, genau, ich mache jetzt ein Bild von der Wunde. Und noch mal gemessen. Jetzt nehmen wir noch mal aus einem kleineren Bereich der Wunde, dass wir das dann wieder vergleichen können. Genau, ja, dann aktivieren. So, was jetzt passiert ist, dass das Bild geht ins Spital, ins Archiv. Jetzt startet es, es geht ins Archiv rein, alles verschlüsselt und landet in der Patientenakte. Und dann wird es geachtet damit. Das heißt, es wird sieht, ah, da ist jetzt was angekommen und kann das runterladen. Und so kann er eigentlich den Wundverlauf vom Patienten aus vom Spital aus anschauen. Genau, und jetzt sehen wir, es ist, sind sogar nochmals 4 Quadratzentimeter weniger geworden. Und ja, das wäre der Teil der Live-Demonstration. Nun würden wir kurz übergehen zum eigentlichen Vortrag.